Hallo und herzlich willkommen zurück beim Kaschi, da sind wir wieder. Ist nicht irgendwie ein bisschen peinlich, dass ich hier Diesmal drin. ewig hätte immer rumlaufen können? Ich hätte die ganze Zeit rumlaufen können, ne? Das ist so peinlich. Geld? Nee. Aber ein Knackhintern. Das ist so unfassbar. Willkommen im Haus Boyle. Ich hätte einfach laufen können. Die ganze Zeit. Ich hätte mich nicht verstecken müssen. Ich hätte das Anwesen betreten können und einfach flupp rein. Ich hoffe, Sie haben sich nicht verlaufen, Sir. Alles Weitere ist drin. Warum gehe ich nicht in den anderen Weg raus? Da bin ich noch gar nicht gelaufen. Ja, passt schon, Jungs, ne? Einfach raus. Einfach in die weite Welt hinaus. Ich glaube, hier wird es dann wieder gefährlich. Würde ich mal behaupten. Oder? Das schaut mich nur dumm an. Aber ich wüsste auch nicht, wo hier ein Sokolov-Bild hätte sein können. Ah, die Gebietskarte. Nice. Hätte ich mal vorher sehen sollen. Das ist jetzt schlecht. Das ist jetzt wirklich schlecht. Er hat seinen Patrouillengang ausgeweitet. Oh. Jetzt. Laufen Sie weiter, Sir. Laufen Sie nicht zu mir. Bitte nicht. Ach, nützt mir nichts. Ich glaube, ich muss schwimmen. Da steht dann so einer, wo sein Boot war, ne? Ich werde nicht mehr. Wie giftig muss Wasser sein? Ja. Geht nicht mehr hier.
Schlüssel erforderlich. Kann sich dieser Scheißfisch mal endlich verpissen? Das ist ein echtes Problem. Wie komme ich an meinen geliebten Samuel ran? Also sein Boot ist nicht da, wo ich es erwartet hätte. Nein, deswegen patrouilliert er hier nicht mehr. Komme ich denn da hin? Du bist so ein Spacko, ne? Hi. Nichts mehr wirklich dich. Ich hoffe, Sie hatten einen schönen Abend, Sir. Aber wir sollten jetzt zurück. Schnell. Das nächste Mal wirklich dich. Hey, ich habe die Boil-Anwesen bisher abgeschlossen. Mir ist aber aufgefallen, dass ich die ganze Zeit nie Errungenschaft gesehen habe oder Töne gehabt habe. Gar nichts. Keine Errungenschaften. Ein kleinen Fehler von Steam. Ja. Ich hab's wieder reaktivieren können. Lord Pendleton wollte uns hier treffen. Ich schau mal im Weinkeller. Vielleicht vertreibt er sich dort seine Sorgen. Pendleton, du Arschloch! Hier habe ich noch ein Hühnchen zu rupfen. Mit dem habe ich noch ein Hühnchen zu rupfen. Kleine Ratte, du. Geschafft. Und wir haben eine Frau aus dem Weg geräumt. Eine Edelfrau dazu. Doch Boyle war eine Schlange. Sie half dem Lordregenten, die Kaiserin zu töten. Ich habe kein Mitleid mit ihr. Also, ich habe gehört, dass Sie für meinen Namen auf spektakuläre und für Sie riskante Art und Weise gekämpft haben. Dafür danke ich Ihnen. Dieser kleine Gegenstand hier hilft meiner Familie seit vielen Generationen. Aber Ihnen nützt er sicher noch mehr. Hier. Bitte. Eine lange Nacht, Corvo. Aber sie ist nicht vorbei. Havelock und Martin haben auch schon ein weiteres Projekt für sie. Und würden sie gerne sehen? In Havelocks Quartier über der Bar. Achtung, Bürger von... Ja gut, du hast mir eine Rune gegeben. Einer noch andauernden Untersuchung. Ich hoffe, Sie haben die Gastfreundschaft der Boyles genossen. Das Boyle-Anwesen verboten. Naja, gut, du bist trotzdem ein Arschloch, aber ja. Arschloch. Soll ich etwas für Sie konstruieren? Ich kann alles herstellen. Fast alles. Nice. Ich habe Geld. Und damit kaufe ich mich jetzt hier ein. Weil ich Geld habe. Haftgranate. Warum nicht? Auch für 15 Ausrüstungsverbesserungen. Hm. Waffenverbesserung kann man immer gebrauchen. Bolzen. Dose.
Ein Stück Papier. Notiz des Kuriers. Maskierter Mann, diese Notiz ist für Sie. Ihre Taten sind nicht unbemerkt geblieben. Neben Ihrem Bett finden Sie ein Paket und eine Notiz von dem, der wollte, dass Sie es bekommen. Gezeichnet ein demütiger Diener. Na, da bin ich mal gespannt. Ich hause wirklich in einer Schabracke. Wer immer Sie auch sind, ich muss Ihnen dafür danken, wenigstens einen Teil meiner Familie verschont zu haben. Wir alle haben Feinde, jedenfalls ihr Boyle-Schwestern. Auf eine seltsame Art und Weise haben Sie mir einen Gefallen getan, also verdienen Sie auch eine Belohnung. Du Scheiße, die weiß, wer ich bin. Oder wo ich war. Oder wo ich lebe. Ich habe das hier von einigen meiner... Moment, nochmal. Ich habe das hier von einigen meiner verschwiegenen Diener zu einem ihrer eigenen Diener befördern lassen. Mögen sich unsere Wege nie wieder kreuzen. Na gut. Aruna. Auga, Aga, Auga. Ich will dich haben. So, Menschenkontrolle. Dem steht jetzt nichts mehr im Wege. Ach, warte. Ist hier noch was? Nö. Auga, Aga, Auga. Da, du, da, 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 du, da, da. Hallo. Hallo, schöne Frau. Convoy, es ist soweit. Alles, was wir getan haben, alles, was Sie getan haben, führte uns letztendlich zu diesem Moment. Der Lord Regent ist bloßgestellt, Corvo. Verwundbar. Und alles ist bereit, um ihn anzugreifen. Wir sind einen Schritt vom Thron entfernt. Ein Mann, ein schlagendes Herz. Das ist alles, was von den Mächten übrig ist, die Stadt an den Rand des Untergangs brachten. Es ist einfach. Aber bei weitem nicht leicht. Die Paranoia des Lord Regenten ist so groß wie nie zuvor. Er hat die Unterstützung der Aufseher, des Parlaments und seiner Geldgeber verloren. Und auch Sokolov, der seine Sicherheitstechnologien entwickelt hat. Jetzt hat er im Dunwall Tower jeden noch verbliebenen loyalen Mann versammelt. Er weiß, dass etwas auf ihn zukommt. Er weiß, dass Sie es sind. Alles hängt davon ab, dass er recht hat. Pierrot hilft ihnen bei den Vorbereitungen. Dann bringt Samuel sie dicht an den Tower, an das Wasserschloss. Als sie das letzte Mal dort waren, war der schreckliche Tag, an dem alles begann. Nun gehen sie dorthin, um alles zu beenden. Viel Glück, Corvo. Ich weiß nicht, was wir sonst noch sagen könnten. Außer, dass unsere Hoffnungen mit ihnen gehen. Mhm. Ich hoffe, ihr wisst, dass ich euch nicht vertraut habe und nie vertrauen werde. Ah, das hätte was sein können. Aber wisst ihr, worauf ich schon gespannt bin? Auf Teil 2. Auch bin schon mega gespannt. Ich meine, anfangs wollte ich ja tatsächlich wirklich Teil 2 als erstes machen, aber da habe ich gedacht, du kennst die Vorgeschichte noch gar nicht. Aber die ganzen Kritiken haben mich überzeugt, dass Teil 2 echt geil sein soll. Aber jetzt mache ich den hier. Vorerst. Bereit, den Lord Regenten zu treffen? Es wird Zeit, dass wir uns um ihn kümmern. Höchste Zeit. Ah, ich traue eigentlich immer noch niemanden von euch, aber danke. Dann machen wir mal. Hab sogar Haftgranaten. Glaube ich. Hübsch. Ihre letzten Erinnerungen an den Dunwall Tower dürften keine guten sein. Vielleicht machen Sie jetzt wett, was damals passiert ist. Vom Wasserschloss aus wird es eine kleine Kletterpartie. Das Wichtigste ist, den Lord Regenten zu töten. Er hat sich da etwas auf dem Dach gebaut. Nennt es einen Schutzraum oder so. Verrückt, wenn Sie mich fragen. Eckmann. Corvo, wenn ich Ihnen schon die große Führung gebe...
hier befindet sich die Sendezentrale, aus der die ganzen Bekanntmachungen kommen. Könnte interessant sein. Ah, hier treffe ich dann den Typen, der Vincent in The Call of Magic gesprochen hat. Und an anderen Terry Pratchett-Filmen. Das war mir auch eine Ehre. Viel Spaß. Ich bin genau da reingeraten. Bin doof. Haha. Scheiße. Also, was lernen wir? Nicht in ein drehendes Rad reingehen und dich mal eben durchsäbeln lassen. Zum gelernt. Drehende Objekte nicht gut. Hier ein Död. Dann also ein Elektrozaun. Der Sack. Der Lord-Regent fragte, wie man so einen Attentäter hören will. Und Barris degradiert, weil er nicht sauber war. Der Lord-Regent sagte, der Attentäter riecht ihn im Dunkeln. Ich würde sie bald degradieren, weil sie zu viel reden mache. Wohl kaum. Denn ich habe mit dem neuen Alarmsystem geholfen. Und er sagte mir, gute Arbeit. Genau. Hier. Kurz dachte ich, wir würden uns die Hände schütteln, aber... Ruhe. Bleibe weiter auf der Ich will ein gutes Ende Tour. Will ich jetzt umstellen und alles ausradieren lassen, aber. Nee. Aber Geld nehme ich trotzdem. Ich frage mich schon, wie Teil 2 ist. Frage ich mich wirklich. Achtung, Angestellte des Dunwall Towers. Alle Neuzugänge haben sich sofort beim Offizier vom Dienst gemeldet. Wo lagere ich dich jetzt am schlauesten? Ach schön. Ich würde ihn jetzt nicht über die Mauer werfen. Oder überhaupt jemanden irgendwo hinwerfen? Oh, das war knapp. Ach, schön. Halt, da ist.
So, meine geliebten Bürger, verdammt. Ich freue mich schon, sehen, wer die Ansagen macht. Bin ich sehr gespannt darauf. Nacht. Eine Alarmanlage. Die easy gesichert ist, okay. Ah, scheiße, so ein laufendes Ding. Ein Typ im Exo-Anzug. Ich hoffe jetzt mal, dass ich das Ding weggeworfen habe, das hat so keiner mitbekommen, aber ich glaube nicht. Achtung, Angestellte des Dunwall Towers. Bleiben Sie auf Ihren Posten, bis Sie weiter... Hacke, du bist so schnell gewesen. Ich frage dich hier. Ich kassiere hier ein. Einfach einkassiert. Nacht. Jarde. Wie muss ich doch da hochkommen können? Laufen ganz schön viele von diesen schönen laufenden Kackdingern rum hier, ne? Oh fuck, der hätte mich fast gesehen. Das ist nicht so schön gewesen. Ich hätte Haftgranaten kaufen sollen. Beherrschung nicht möglich. Diese Aussicht ist doch herrlich. Dieser Ort macht mich traurig. Warum? Hier wurde die Kaiserin von dem elenden Mörder getötet. Von da an wurde alles nur noch schlimmer. Ein dunkler Tag, sicher. Aber durch die Seuche war die Lage bereits schlecht. Beschäftige dich nicht zu sehr damit. Lass mich dich trösten. Ich muss zurück an die Arbeit. Kann ich dich vielleicht später sehen? Keine gute Idee heute Abend.
Spottet mich was? Ein bisschen tut er mir leid. Ein bisschen tut er beiden mir leid, so als Liebespaar. Der Wachmann und die Dienerin. Tut mir ein bisschen leid. Ah, die Frage ist, wie komme ich jetzt in den Dunwall Tower rein? Oh, da oben ist sogar noch ein Geschützturm. Den sollte ich vielleicht ausschalten. Schöne Stadt. Ja, wie mache ich das am besten? Ist dein Scheiß ernst? Ich dachte mir gerade, guckst du nochmal, aber... Ach, Kacke. Maybe. Bin ich hier nicht durchgelaufen? Nee, oder? Haben will. Schnell erwürgen nehme ich. Im Dunwall Tower sind zwei. Good, good. Gerade leicht erschrocken. Gerade wirklich scheiße, da steht jemand. Was wäre es wirklich gewesen, wenn da jemand stehen würde? Okay, der schlauste Weg wäre dann... rechts. Auf hier. Sieht er mich nicht. Einer ist in der Nähe. Ich finde das sehr schön, ne, dass du hier wirklich deinen eigenen Weg gehen kannst. Hat mich gerade gesehen, der Turm. Das wollte ich tatsächlich nicht, dass er mich sieht. Hier passiert. Außer über Ratten. Das ist seltsam, aber okay.
nehm's hin. Nehm das einfach mal so hin. Okay, Spiel sagt, du kannst hier nicht hoch. Glaubst du, dass du noch gestern Nacht dein eigenes Kommando bekommst? Ja, natürlich. Ach, ist es möglich, dass er mich sehen könnte? Das ist ein Sprungunterlage, okay. Wäre möglich, dass er mich sehen kann? Boah. Also manchmal, ne, mache ich mir hier voll in die Hose. 1 von 4, okay. Okay. Auch nicht wirklich interessant für mich gerade. Nö. Ganz nice. Dieses Klischee aus dem Blickfeld, aus dem Sinn. Da ich den Turm nicht, weil er aus dem Blickfeld ist. Auf Befehl des Lordregenten. Ab sofort ist jeglicher Zugang zum Dunwall Tower verboten. Ausgenommen offizielle Besucher, die über die Schleuse kommen. Das Haupttor bleibt ohne Ausnahme verschlossen. Dieser Erlass wurde vom Büro des General Tobias mit der vollen Autorität des Lordregenten verfasst. Dann sehen wir Schätze aus. Die Schleuse hier ist gemeint. Du liegst einfach mal hier rum. Gute Nacht. Dödem. Du siehst kaputt aus. Wissen wir es mal. Ja, du bist kaputt. Hauptmann Briamot, ich muss Sie bitten, mit einem Ihrer Männer zu sprechen. Corporal Keys erstattet Ihnen Bericht. Nehmen wir an, laut Aussage des morgendlichen Offiziers. Ja. Als morgendlichen Offizier ist vom Dienst, stieg Keys heute in den Keller hinunter und traf sich dort mit dem kaiserlichen Befrager. So einen Job gab's wirklich? Ich weiß nicht, was sie miteinander zu bereden hatten, aber mir wurde berichtet, dass Keys sich für das Okkulte interessieren soll. Und wie dem auch sei, ich bin kein Aufseher, also ist es mir einerlei, wie er seine Zeit verbringt, aber Zeit verbringen, wenn er gerade keinen Dienst tut. Aber halten Sie ihn besser von Foltermessern, vom Foltermeister fern, und unseren Männern ist der Zutritt zum Kellergeschoss untersagt. Aha. Die Gemächer. Foltermeister Senderzentrale, okay. Ruhig. Oh yes. Da ist der Typ. Danke, hat er den Typ hier gerade gesehen.
Gute Nacht, du Idiot. Ich muss sagen, die Reichweite des meiner Armbrust ist echt toll. So Leute, aber wir machen das nächste Mal weiter. Vielen Dank fürs Zusehen. Akashi, das ist mir schön, ist da, ne? Weil es schon spät. Ja, dann sehen wir uns morgen. Hauen Sie rein und dann. Ja, bis morgen. Bis dann.